Erinnert ihr euch noch an damals, wie es vor einem Jahr war? Als wir alle zusammengekommen sind? Berlin war für uns das Zentrum der Welt. Hunderttausende Menschen standen in Berlin für ihre Grundrechte ein, haben das Leben und die Liebe mit Menschen aller Nationen und Generationen in Freude friedlich gefeiert. Und wir waren so unglaublich viele. Robert F. Kennedy sagte schon: Ich sehe Menschen, die Demokratie lieben. Diese Energie war einfach magisch für uns. Unsere Kinder durften noch so sein, wie sie sind oder wie sie sein wollen, haben gespielt und gelächelt. Jetzt müssen wir alle zusammenhalten, denn jetzt geht es um unsere Kinder. Deshalb sind wir stärker denn je. Das Freiheitsvirus hatte Berlin erreicht und Herzlichkeit überall, wohin man sah. Aus der ganzen Welt haben sich an diesem Tag Menschen zusammengefunden, um aufrecht stehend Gesicht zu zeigen. Aber jetzt müssen wir noch enger zusammenstehen. Denn nun geht es um unsere Zukunft. Und unsere Kinder sind unsere Zukunft. Die Zukunft der gesamten Menschheitsfamilie. Deswegen werden wir stärker denn je sein. Denn nur gemeinsam sind wir die Kraft und können in diesem Land etwas verändern. Mit Herz und Verstand. Kommt am 28. und 29. August alle nach Berlin. Lasst uns an das Fest der Liebe wieder anbinden, mit Toleranz und Mitgefühl, für Frieden und Freiheit. Nie war die Zeit reifer als jetzt.